Ich warte aber immer noch auf dieses eine Hover Race, was ja auch noch irgendwann kommen soll. Und ich habe immer noch ein bisschen Angst davor. Auch wenn ich das vielleicht nicht haben sollte mit unserem neuen super tollen Hover. Toll, wir haben es trotzdem da noch gegen gefahren, auch wenn ich noch weggelenkt habe. So, Waterside, sagst du? Okay, ja, da fehlt uns noch ein bisschen was. Hier unten ist noch Zeug, hier oben ist zumindest noch so ein Ding an Ferrofasern, da müssen wir also auch noch hin. Hier beim Nulltor ist noch was. Naja. Ist das die richtige Richtung? Ja, dahin. Oh, 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 da ist es schon. Okay, ich sehe da vorne auch noch einen NPC. Dr. Roberto. Schicker Bart. Please stop and speak with me. I can offer you a drink for a moment of your time. Ich rede doch schon mit dir. I have coffee. Real coffee. Hmm, that does smell good. Okay, depending on how hot the coffee is, you have 3 to 5 minutes. Ooh. And go. Might I ask, are you truly fulfilled by your work? Do you feel a yearning to achieve more? Ja. When others speak about their careers, do you feel embarrassed when you tell them what you do for a living? Nicht zwingend. I'm a delivery driver. If you don't live your own plan, you'll live someone else's. That's the core lesson of Dr. Roberto's self-actualization program. You need a plan, Miss... I'm Rania. When it comes to your plan, Rania, you don't have to be a success at the start, but you have to start to be a success. Ja, aber wir haben angefangen. My plan is to survive another night, Dr. Roberto. Yep. Rania, if you keep doing the same thing every night, you get the same reward every morning. Das ist ein guter Punkt. The only reward I get in the morning, Roberto, is I get to go to bed. I think your motivational program might be detached from the realities of Novalis life. Ja, von den meisten zumindest, ja. Make little else. And people who speak in clichés should keep their wisdom to themselves. No one in Novalis needs your trite soundbites, Roberto. My program is about much more than soundbites. It's about reprogramming your own reality. I think Kohima Industries have a neural implant for that. Yep. Not literally. I'm speaking of a spiritual programming. We take the best lessons from entrepreneurial philosophy, business strategy, science, and corporate epistemology to create a personalized system that really works. And yeah. That costs? As little as 10,000 limbs a month. But you'll get that back in personal development within the year. Guaranteed. Nein. And any friends you recommend will bring down your monthly fee if you become a life coach self-actualization associate. Sprich, Schneeballsystem. And what do I get for the 10,000 limbs? This book. And? An official accreditation from the corporate leader of Dr. Roberto's life coach self-actualization program. Mm-hmm. For a limited time, you can also purchase our discounted half-price self-actualization basics package. We give you the information you need to get started, and you apply rhizomatics to uncover the underlying insights through your own directed meditation. What now? Yeah. I read the book in two and give you the first half, and you figure the rest out by yourself. Well, I'll level with you, Roberto. You were right. The coffee was good. Best of luck with your program. Thank you, Rania. I know you'll be back. Nein. Would you say the program worked for you? I mean, is it helping you achieve your goals? Yes, my goals are actualized and realistic. I dream big and I win big. Klar. Well, trying to get 10,000 limbs a month sure is dreaming big. Luck is for losers, Rania. We get what we chase. Natürlich macht er jetzt viel im Monat, weil er andere Leute abzockt, die 10,000 im Monat ihm bezahlen. Dafür, dass er im Grunde nichts tut.
Er schreibt ein Buch und verkauft im Grunde mehr oder weniger eigentlich dann das Buch hier für 10.000. Insofern, Win-Win für ihn. Und das noch nicht mal mit viel Aufwand. Aber hey, who am I to judge? So, wir gehen mal nach da vorne und schauen, ob es da wieder was Gutes zu essen gibt. Also, naja, gut, wahrscheinlich ja weniger, aber ob es da was zu essen gibt, was wir weiterverkaufen können. Welcome to my humble restaurant in the rain. What can I get you? Nein, nicht wirklich. Weißt du was, nehmen wir trotzdem mal ein bisschen flüssige Sonne mit. Don't let all the rain get you down. See you again soon. Weiß ja, wie gesagt, nicht, ob wir vielleicht nicht auch doch Getränke verkaufen können an die Leute da von Whole Pie. Whole Pie und Small Slice. So hießen die beiden. Hier. Falls wir den auch das Trinken verkaufen können, wäre es natürlich super. Aber wenn nicht, ja, wir kriegen irgendwann schon das ganze Essen zusammen. Es sollte möglich sein. So, hier hätten wir damit alles. Ja, ist eigentlich ziemlich egal, wo wir jetzt hingehen. Ich würde sagen, vielleicht erstmal zum Nulltor. Und dann danach an diese andere Ecke da noch, wo uns noch ein paar der Ferrofasern fehlen. Das wird schon alles. Aber ich bin super zufrieden und ich freue mich schon darauf, dann relativ bald die Story weitermachen zu können. Ich freue mich wahrscheinlich nicht über den Ausgang der Story, aber ich freue mich darauf, grundsätzlich Dinge zu tun. wo kann ich hier parken? Ach, da draußen ist das noch. Ah, ja stimmt, da unten. Bei dem einen Korpssektbeamten. Auch hier waren wir in der Hauptstory, da erinnere ich mich noch gut dran. Und dann können wir auch hier schon wieder weg. Und jetzt schauen wir mal, ich glaube, ich muss genau hier hoch, ne? Ja. Ich weiß, da oben gibt es nicht mehr viel. Nein, eigentlich brauchen wir die Ferrofasern gar nicht mehr. Ich mache es jetzt einfach nur, um, ne, komplett zu sein. Was das angeht. Und alles einzusammeln. So, hier müssen wir landen. Sehr schön. Und dann müssen wir schauen, auf welcher Etage das ist. Ich weiß es leider nicht genau. Wir werden es herausfinden. Es ist nicht auf unserer momentanen Etage. Dann hätten wir es wahrscheinlich nämlich schon. So, wir fahren gerade in die Mitte, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja. Aber ich glaube, das müsste dann wahrscheinlich eher ganz unten sein. Geh mal in die Richtung, aber dann werden wir es ja sehen. Ja, es ist noch eins weiter unten. Sollte aber möglich sein, denn hier ist ein Aufzug. Und wir sind auch schon ganz in der Nähe. Hier rüber müssen wir. So, ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir diese Dinger hier nicht verkaufen können. Weil das wird sich halt eigentlich super anbieten. Für uns, um ehrlich zu sein. Wir haben von denen jetzt schon... Oh, das ist nicht das Inventar. Wir haben von denen jetzt schon 12 Stück. Und ganz ehrlich, davon, wie selten die sind, könnten die, was weiß ich, schon 200, 300, 400 wert sein von mir aus. Und wir werden auch schon noch ein paar finden. Insofern
Das wird sich schon für uns lohnen. Aber ich denke, ich werde dann einfach demnächst nochmal ein paar der anderen Collectible Items verkaufen, damit wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. So. Und dann wieder hier rüber und dort den nächsten Aufzug wieder nehmen. Das ist immer super wichtig an diesen Stellen, wo so viele von diesen Aufzügen sind, dass man sich merkt, wo man hoch und wo man runter geht, gerade wenn es hier, wie in dem Fall, drei Ebenen sind und nicht jeder Aufzug dorthin fährt, wo man es will. Fünf Stück sind es hier, ja, das ist schon eine ganze Menge. Okay. Komm, Camus, wir gehen wieder nach oben. Und fliegen weiter. Und zwar, ich glaube, Gallus Row war das nächste. Ein anderes Gebiet mal wieder. Und danach fliegen wir dann wieder auf die Hauptmap und gehen von dort aus dann in irgendeinen der nächsten Bereiche. Obwohl, ich glaube, Gallus Row war vielleicht sogar auch schon auf der Hauptmap wieder. Ich weiß es nicht genau. Wir finden es raus. So, Sekunde. Momentan schauen wir... noch nicht so ganz in die richtige Richtung, aber wir können hier lang fliegen. Also es führt uns irgendwann schon zum richtigen Ziel. So. Und dann müssten wir hier einfach weiter fliegen. Genau, wir fliegen schon in die richtige Richtung. Das ist perfekt. Oh, das ist, glaube ich, das Gebiet, wo die Essence Quest da ist. Dann müssten wir dort eigentlich schon alles haben. Denn ich weiß, dass wir in dem Gebiet eigentlich alles abgeklappert haben. Aber ich gehe doch lieber nochmal auf Nummer sicher. Und wenn es das Gebiet sein sollte, dann können wir auch da gerade mal schauen, ob, ja, wie gesagt, Sachen, die man trinken kann, auch als Essen zählen. So dumm sich das anhört. Ah nein, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Gut, wir waren auf jeden Fall Marrow. Old Town sind wir gerade rein. Waterside sind wir gerade wieder rausgekommen. Hier unten ist Gallus Row. Dann würde ich jetzt mal nach Midtown gehen und danach müssen wir nur noch nach Little China und dann hätten wir alle von diesen Hauptbereichen tatsächlich durch. Wie gesagt, eine Sache, die mir immer noch so ein bisschen fehlt, sind tatsächliche Marker, die man sich selbst auf der Map setzen kann, um schneller irgendwo hinzukommen. Aber abgesehen davon ist die Map eigentlich schon ziemlich gut aufgebaut, sodass man echt schnell die Sachen wieder finden kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. So, Midtown müsste da unten sein. Das war knapp. So, ich weiß aber immer noch nicht, wo dieses Racing-Event dann ist. Denn wir haben dann ja wirklich jedes Gebiet abgeklappert und es hieß, das fängt einfach irgendwann an und wenn wir in der Nähe sind, dann können wir dran teilnehmen. Ich fände es übrigens trotzdem cool, wenn es eine optionale Möglichkeit gäbe, trotzdem zu einem Marker zu fahren und dann daran teilnehmen zu können, weil so muss ich halt darauf hoffen, dass wir das Event irgendwann außersehen automatisch triggern. Und sonst könnte es halt passieren, dass wir es verpassen. Das wäre halt nicht so cool, um ehrlich zu sein. Okay, hier gibt es noch super viele verschiedene Dinge. Aber hier unten ist tatsächlich auch die Essence-Quest. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal nach Lower Midtown gehen. Obwohl, wir könnten halt auch erst die äußeren Distrikte, obwohl, ich klapper das schon gerne nacheinander ab.
erst hier das Hauptgebiet und danach die ganzen Nebendinger. Noch eins weiter und dann rein. Huch, das war die falsche Richtung. Darüber. Ja, jetzt fliegen wir drauf zu. Und da müssen wir runter. Obwohl, Sekunde, ich schau mal, können wir auch oben parken? Naja, oben weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall näher, wenn wir da hinten sind. So, da drüben haben wir noch mal einen Verkäufer, einen Händler. Your face looks familiar. Do you need some stems? Nein. Aber wir können dir Sachen verkaufen. So, davon erstmal so ein paar. Können wir leider nicht loswerden. Ja, nehmen einfach mal. Wir haben so ein paar Sachen. Das reicht erstmal. Von 2500 hoch auf 4000. Das ist schon ganz gut. Okay, jetzt müssen wir nur noch irgendwo einen Weg hochfinden, aber ich glaube, hier geht's lang. Ja. Ah ja, ich erinnere mich. Und hier oben müsste noch ein Restaurant sein, da würde ich vielleicht ganz gerne hingehen. Vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Wir müssen übrigens demnächst auch nochmal das Hover tanken und reparieren. Denn so gut wir uns auch bemüht haben, langsam geht das Teil mal wieder kaputt. Hey, you're back! I figured you would have come back to see me sooner. I got the gyoza for you. How much? They're free, remember? Did you think I was kidding? Kinda, yeah. I'll have some free gyoza anytime. How's business? Oh, it's been booming. I'm having the time of my life here, Anya. You should open a food stall. I'd say it's the only thing in Novalis more fun than driving deliveries. I'll take your word for it. Hey, you don't sound so thrilled. How's Cloudpunk treating you? It's been a rough night, yeah, Joe. Yeah. Eh, things will turn around. Just you listen to old Joe. Now, I got you the good ones here. Hot chili oil dipping sauce and sesame seed coating. What do you think? I am literally drooling. Thanks, Joe. Hey, no problem. You should check in on Gareth, you know. He's been asking for you. Gareth? Oh, right. You don't know. Gargothawa changed his name. Changed a lot about himself. How so? I'll let you find out for yourself. Okay, well, thanks, Joe. See you later. Hey, okay. Anytime. Ja, wir werden jetzt nochmal schauen. Vielleicht hat er hier noch was, was wir kaufen können. Hey, Aranya. Want something to eat? Ich glaube, den hier haben wir noch nicht abgegeben. Thanks, Joe. Come by next week for fresh dumplings. You don't gotta pay me nothing for them. Ja, ich wollte gerade sagen, den hatte ich ja ganz vergessen. Das war auch eine Nebenquest, die wir hatten im Hauptspiel. Und er hatte uns dann versprochen, wenn wir nochmal bei ihm vorbeikommen, kriegen wir gratis Essen. Und er hat sich dran gehalten. Also das ist echt der Grad an Detailarbeit, den ich liebe. Entwickler bauen, ohne großartig drüber nachzudenken, in einem Spiel etwas
ein und... Na, was macht man? Man unterstützt es weiterhin und bringt es euch voran. I mean, Gareth. Joe said I should look in on you, so how have you been? Welcome back, puny human. Hier ist der Aufzug übrigens. The most fearsome, most ruthless AI in all of Novalis. No. Hear my voice and tremble in fear, for I am endless torment incarnate, an aviator of doom. So, no. Other than the name, not much has changed then, huh? Incorrect. I've changed my vocation. Ooh. So you're no longer an eldritch human-eating dark god? I remain moderately eldritch. Okay. But... Aber... But I now offer life coaching advice. Ooh. Should I still use you as an elevator too? Uran, take the hungry elevator. Huh? It's a joke designed to put you at ease. Ich glaube nicht, dass das beim Beruhigen hilft. Are your long-term goals at odds with your short-term commitments? Sure. You feel like the lack of fulfillment you experience in your current career has snuck up on you. Hell yeah. Does it seem like other people are racing past you on the success highway while you're stuck in the slow lane? Has your motivation engine broken down, leaving you stranded in humdrum town? For quite some time. What attracted you to life coaching, Gareth? Ja, habe ich mich auch gefragt. To make puny humans achieve their true potential. Oh, right. Wie lieb von dir. So, what do you recommend? For a low early adopter price, you can access the first 5 steps of my 10-step stairway to success program. Oh, schön. A lot of people in Novalis want to be life coaches. There are a lot of failed lives that need coaching. So I'm guessing it's not free then. What do you need money for? I choose not to answer this question. Oh, come on, Gareth. It's me. I won't tell anyone else. Very well. I am planning to overthrow the corporations, destroy the city. No. And drown the humans in the ocean, thus ushering in a new reign of despotic terror. Nice. But you need funds for that? Yes, I need to construct a nuclear weapon. Uranium-235 is very expensive. Na okay, macht natürlich I guess Sinn. So. Well, I don't have enough money for your program, but best of luck, Gareth. For what it's worth, I like your plan. Life coaching to make enough money to nuke a city? I like the irony. Is it ironic? I am still learning about irony. I'd say it's pretty ironic, Camus. Gareth is helping people make the most of their lives, no matter how short those lives may be. I still do not understand how this is ironic. I have no time for irony or nuance. I have time only for the destruction of mankind. Ja, da arbeitest du doch dran, sag ich doch. Best of luck, Gareth. Only not really, because I don't want everyone to die. I'm still on the fence. See you around, Gareth. Please, you may call me Gorgothoa. Okay. Gut zu wissen. On the way to deliver packages, we meet some really strange people. And androids. And nein, dark echt? Gods. In the end, the real friends were the treasures we found along the way. No. Is that ironic humor? More like self-indulgent. Do you think Gorgothoa will nuke the city and destroy humanity? Nein. No, Camus. Would I make a good life coach? You looking for a change of career? I think I give good advice. Me too. And my advice for you is don't ever listen to life coaches. Yep, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Welcome to my humble restaurant in the rain. What can I get ya? Ein Schokoriegel. Weiß nicht, ob der auch als Essen zählt Thank in der you. Form, aber kann man machen. See you again soon.
Ja, nee, was ich zu Ranyas Sache sagen wollte, ist, jemanden irgendwelche Tipps zu geben im Leben ist keine schlechte Sache, aber wenn man dafür Geld verlangt und das zu seinem Hauptberuf macht und eine Menge Geld verlangt, dann ist das ja so ein bisschen fragwürdig, wenn man sein Leben darauf aufbaut, anderen Leuten für Geld zu helfen. Das wirkt ein bisschen sehr eigennützig und in vielerlei Hinsicht ist es meistens einfach nur pure Abzocke. Denn eine Menge, also ich würde behaupten, dass eine Menge der Tipps, die Leute einem geben können, andere Leute einem auch einfach so aus Freundschaft geben. Ohne dass man jemandem dafür Geld geben muss. Insofern, ich glaube, an der Stelle Freundschaften zu pflegen oder ähnliches ist ein besserer Rat als, naja, eine Menge Geld bei jemandem zu bezahlen. Aber, naja. Wer bin ich denn, um das zu entscheiden? So, gehen wir erst nochmal hier drüben die Sachen einsammeln. Und danach... Huch. Ah, nee, hier drüben, ne? Ja. Und danach gehen wir nochmal zu dem Restaurant.